herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unserer beliebten Sendung zum Thema Gottes Apotheke, alte Hausmittel, moderne Naturarzneien. Auch heute begrüßen wir, das sind Herr Professor Bankhofer und ich, Sie wieder aus Bad Füssing, Europas größter Thermlandschaft in Bayern. Und hier ist auch der Sitz des Bankhofer-Zentrums, ein Fachzentrum an der Internationalen Akademie für medizinische Kommunikation. Liebe Zuschauer, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber nach dem langen Winter freut man sich doch jedes Jahr wieder auf den Frühling. Dieser lässt allerdings gerne auf sich warten und es braucht doch seine Zeit, bis es draußen wieder grünt und blüht. Es gibt allerdings eine Lösung, sich den Frühling schon vorher in die Wohnung zu holen und wie man ihn schon vorher genießen kann. Nämlich mit Küchenkräutern auf der Fensterbank. Die sehen nicht nur schön aus, sondern sie sind auch sehr wertvoll. Lieber Herr Professor Bankhofer, warum? Was macht denn diese Kräuter in unserer Wohnung so wertvoll? Es ist doch wunderschön, wenn man sieht, draußen spielt sich ja noch gar nichts ab in Richtung Frühling. Mhm. Ja. Es gibt noch keine Blätter, es blüht noch nichts. Und ich kann selbst für mich bestimmen, ja, ich hole mir Natur in die Wohnung. Den Frühling vorab schon. Allein dieses Grün, ja, dieses satte Grün, das Chlorophyll, ist ja ein Bioaktivstoff, der den Augen auch so gut tut, ja, erfreut natürlich die Seele und das Herz. Und vor allem das Bewusstsein, dass ich jetzt mit diesen Kräutern arbeiten kann. Das heißt, ich kann Speisen zubereiten, ich kann Speisen würzen, kann für meinen Gaumen etwas tun. Ja. Ich kann aber auch umgekehrt für meine Gesundheit etwas tun. Ich kann diesen Kräutern zum Beispiel auch Tees zubereiten. Und das ist ein schönes Gefühl, das mich erfüllt und sagt, ich habe ein Stück Frühling jetzt schon vorverlegt bei mir in der Wohnung. Wie kann ich die denn für die Gesundheit anwenden? Also das ist so, es gibt Kräuter, wie zum Beispiel das Basilikum, die machen uns geistig fit. Ja? Mhm. Eugenol und Estragol sind zwei Stoffe im Basilikum. Wie wäre der erste Stoff? Eugenol und Estragol. Ja? Dann haben wir der Thymian. Der hat Thymol und das ist wieder gut für unsere Atemwege. Wir schützen uns dadurch vor Husten zum Beispiel. Ja? Der Schnittlauch, ein wunderbares Essen als Schnittlauchbrot gegen die Frühjahrsmüdigkeit, liefert uns Vitamin C, ja? Und verschiedene andere Vitamine und Mineralstoffe. Und so kann man, dann gibt es wieder Kräuter, die die Verdauung anregen oder die Melisse, die für das vegetative Nervensystem so gut ist. Ja? Also eine ganze Vielfalt. Eine Naturhausapotheke hat man hier am Fenster. Dann wahrlich ein Kraut gewachsen gegen jede Beschwerde, richtig, ja. Das ist ja super. Aber jetzt ist es ja so, dass die wenigsten Leute, die Kräuter selbst anbauen mit Samen, denn das braucht seine Zeit und erfordert auch einen gewissen grünen Daumen. Ich gehe zum Beispiel in den Supermarkt und hole die Kräuter lieber dort. Gibt es denn da einen Tipp, worauf ich achten muss, wenn ich diese Kräuter kaufe? Oh ja, erstens einmal schön, dass das heute möglich ist, ne? Dass man sich die Kräuter so nach Hause zu jeder Zeit und einfach immer frisch zur Hand hat, auch in der Küche, wenn man kocht. Also das ist einmal klar. Aber ich muss aufpassen, wenn ich jetzt im Laden bin oder im Supermarkt bin und kaufe so Kräuter, muss ich schauen, sind die wirklich sattgrün? Wenn sie nicht sattgrün ist, soll ich sie lieber nicht nehmen, dann haben die zu wenig Sonnen- und Tageslicht gehabt. Dann halten sie zu Hause nicht, die leben die nicht sehr lange. Ja? Dann muss ich schauen, ob die Blätter vielleicht sich einringeln oder ob sie saftig oder nicht saftig sind. Am besten, man nimmt sich so ein Blatt, ja? Zerreibt es. Das riecht auch gut. Und riecht daran. Ne? Und das muss gut riechen und muss auch saftig sein. Das ist ganz wichtig. Das ist dann ein Zeichen für die Frische. Jawohl. Und wenn ich jetzt kaufe so einen Steckerl und das ist mit einem Plastik versehen, sollte ich zuerst schauen, sind da Luftlöcher drinnen? In dem Plastik? Diese Pflanze, in diesen Plastik Hüllen, die dann drumherum sind. Hat diese Pflanze genügend Sauerstoff gehabt? Weil es ist auch nicht gut, wenn da keine Löcher drin sind. Und wenn ich es nach Hause gebracht habe, mit so einer Hülle, sofort die Hülle abziehen. Ja? Okay, weil sonst trocknet es aus. Freiheit der Pflanze geben. Und da muss man natürlich schauen, auch diese kleinen Töpfchen, ja, man muss die Erde lockern. Und wenn man nur eine Gabel dafür nimmt. Ja, also da sind wir schon bei der Pflege. Wie pflege ich die richtig? Man muss auch zum Beispiel Nährstoffe der Pflanze geben, wenn ich sie länger haben will. Mhm. Also zum Beispiel Urgesteinsmehl mir zu holen. Ja. Urgesteinsmehl, was ist das denn? Ja, aus Urgestein zerrieben. Ja. Da sind viele Mineralstoffe ist drinnen. Quasi oder ein Düngemittel für die Kräuter. Ein gutes Düngemittel. Mhm. Oder auch Traubenkernmehl. Auch das kann einem sehr helfen, dass die Traubenkernmehl. Das kriegt man in Gärtnereien überall. Ne? Und dass die Pflanze es wirklich gut hat. Und dann muss man natürlich noch etwas aufpassen. Wenn ich jetzt pflücke, wenn ich sie brauche, dann muss ich vorsichtig sein, kein Messer und keine Schere verwenden. Ich kann damit Pilze und Bakterien auf die Pflanze bringen und da kann sie schnell eingehen. Immer die Hände gut waschen und alles mit der Hand. Okay. Ja? Nur, wenn ich dann die Pflanze verwende auf dem Brett,
Dann mit einem Messer oder einer Schere sehr klein schneiden. Ganz ich sage immer, ein großes Beispiel ist der Schnittlauch. Der muss ganz klein geschnitten werden. Da nimmt man auch gerne mal eine Schere. Ja, ja, eine Küchenschere, damit er ganz saftig ist. Wenn man den isst, hat man sofort alle ätherischen Öle und alle Wirkstoffe, die dann über die Mundschleimhäute schnell aufgenommen werden. Deswegen klein schneiden, damit die Öle richtig rauskommen. Ja, dann kann man die Pflanze richtig nutzen. Die Mühe sollte man sich dann machen. Ja, man sollte auch Petersilie klein schneiden. Man findet oft so große Stücke dann im Salat. Das ist gar nicht so lustig und nicht so wertvoll. Super, also wahrlich eine Vielfalt an Kräutern, die man unterschiedlich einsetzen kann gegen gesundheitliche Probleme Richtig. Und Beschwerden. Ja, ja. Und natürlich eines muss man natürlich sagen, man muss mit der Zeit lernen, was setze ich wann ein. Ja? Wenn ich also unruhig bin, dann mache ich mir zum Beispiel aus so einem Kraut einen Tee. Und auch das ist wichtig. Ich muss wissen, diese frischen Kräuter, die ich verwende, die darf ich nur 2 Minuten ziehen lassen. Nur 2 Minuten? Ja, also wenn ich zum Beispiel 2 gehäufte Teelöffel von dem Melissenkraut übergieße mit einem 1/4 Liter kochendem Wasser, nur 2 Minuten ziehen lassen, und das ist für die frischen Kräuter ganz, ganz wichtig. Ja? Also dann nehme ich das für Atemwege. Im Vergleich zum anderen Kräutertee, das sind ja dann meistens aus der Apotheke 10 bis 15 Minuten, wenn das getrocknet ist. Ne? Das heißt, das braucht länger, um die zu locken, um die Stoffe herauszulocken. Die sind ja da sofort greifbar. Ne? So wie beim Thymol vom Thymian, haben wir heute schon erwähnt, auch das Basilikum. Und dann natürlich die Kresse. Sie steht hier so unscheinbar und klein. Die Kresse ist deswegen so wichtig, denn sie baut uns gärtnerisch ungeheuer auf. Ja. Weil sie so schnell wächst. Ja, wenn man zum Beispiel nur eine Kiste mit Sand hat oder mit Erde hat, kann man einem Kind unheimlich gut zeigen, wie schnell die Natur arbeitet. Man streut ein paar Samen von der Kresse, gießt das fleißig, man kann sogar auf Watte, wenn man keine Erde zu Hause hat, gießt das, und nach 4 Tagen sprießt bereits die Kresse. Das meistens aus der Schulzeit. Und wenn jemand keinen grünen Daumen hat, da bildet da er sich eine hat. Das tut dem grünen Daumen-Ego gut. Und dann ist die Kresse natürlich hochinteressant, weil sie enthält Jod, gerade die richtige Menge aus der Natur, die Schilddrüse braucht, und sie enthält das Spurenelement Chrom, und das steuert das Sattsein. Wenn jemand abnehmen will für den Frühling, jetzt dann, damit er im Sommer gute Figur zeigt, sollte er einige Zeit jeden Tag eine Handvoll von dieser frischen Kresse, in den Salat geben und einen Teil auf ein Brot, Vollkornbrot mit Zucker legen, und es schmeckt sehr gut, weil das hilft ihm, die Hungerattacken, die man beim Abnehmen hat, sozusagen zu überbrücken. Weil das Chrom schützt davor. Also Chrom macht dann satt und hilft dem Heißhunger entgegenzuwirken. Man muss es noch einmal sagen, und ein Schnittlauchbrot ist die beste Waffe gegen die Frühjahrsmüdigkeit, denn Schnittlauch bringt uns sehr viel Vitamin C, ist auch Vitamin und Eisen. Und das ist für die Vitalität auch sehr, sehr wichtig. Super. Das ist interessant. Ja, also viele Tipps. Sie bringen den Frühling in die Wohnung und sind auch noch gesund. Das ist doch super. Richtig. Liebe Zuschauer, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bekomme glatt Lust, in den Supermarkt zu gehen und mir den Frühling in das Haus zu holen. Jetzt allerdings wird es erstmal höchste Zeit, dass wir uns in den kleinen Kursaal begeben, denn dort warten schon viele Gäste auf uns und auf die Beantwortung ihrer Fragen zum Thema Gottesapotheke, alte Hausmittel, moderne Naturarzneien. Bis gleich. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen, liebe Gäste. Schön, dass Sie alle hier sind. Ja, begrüßen Sie nun mit mir den Mann, der schon viele, viele Jahre Ratgeberbücher schreibt, bekannt ist in Funk und Fernsehen, seit 40 Jahren Autor von Ratgeberbüchern und seit 26 Jahren ist er Gesundheitsexperte im Fernsehen. Hier ist Professor Hademar Bankhofer. Dankeschön. Können wir uns setzen? Dankeschön. Das ist eine tolle Stimmung hier im Saal. Ja, viel los, das ist richtig schön. Ja, Herr Professor Bankhofer, wir wollen uns auch heute wieder mit alten Hausmitteln und modernen Naturarzneien befassen, aber auch mit Fragen rund um die Ernährung und Bewegung. Und dazu haben uns wie immer viele Fragen erreicht. Einmal aus dem Kreis der Bibel-TV-Zuschauer, die Leser der Passauer Neuen Presse haben Fragen eingesandt bei uns. Und auch unser Kamerateam war in den letzten Tagen und auch heute noch unterwegs und hat hier Fragen eingesammelt bei den Kurgästen. Also an Themen wird es uns nicht mangeln. Und ich denke, da bin ich jetzt sehr neugierig, was da heute kommt. Ja, es ist einiges Spannendes dabei. Ich denke, fangen wir doch gleich mal an und stellen uns der ersten Frage. Die erste Frage ist ein typisches Frauenthema. Und zwar hat uns eine Zuschauerin, hat sich an uns gewandt und sagt, wenn ich Stress habe, dann greife ich gierig zu süßen Naschereien. Und das sind Kalorienbomben, die dick machen. Wie kann ich mich vor diesen Heißhungerattacken denn schützen?
Das ist eine sehr schöne Frage und hier steht die Antwort am Tisch. Es steht hier Wasser am Tisch. Die ist aber nicht sehr lukrativ, die Alternative, würde ich mal sagen. Es ist aber eine wichtige Alternative, denn was passiert denn bei Stress? Wenn ich in Stresssituationen komme, dann schwitze ich verstärkt, ich atme stärker, ja, und ich muss mal aufs Örtchen. In all diesen Phasen verliere ich Flüssigkeit. Das heißt, das Blut wird dick, fließt langsam durch die Adern und trägt zu wenig Sauerstoff und zu wenig Nährstoffe ans Gehirn. Und im Gehirn wird ja der Stress gesteuert. Das heißt, ich kann gar nicht richtig denken im Stress. Und in dieser Phase greife ich dann auch zu einer riesen Schokolade, ja. Ja, weil ich nicht denken kann und esse die vielleicht als ganze Tafel auf. Besser wäre ein Glas Wasser nicht zu kalt trinken, schluckweise. Dann was passiert dann? Dann wird das Blut flüssig, weil das Wasser verflüssigt. Und fließt flott durch die Adern und bringt genügend Sauerstoff und Nährstoffe ans Gehirn. Das heißt, ich komme mit meinem Stress wieder zurecht und habe außerdem noch mit kalorienfreier Materie meinen Magen gefüllt und habe gar keinen Heißhunger, der ist gar nicht mehr da. Daher ist wirklich das Glas Wasser die beste Möglichkeit, in Stresssituationen wieder zur Ruhe zu kommen und sich die Heißhungerattacke zu sparen, die dann den Griff zur Schokolade so leicht macht. Aber ein bisschen was bei Stress, so ein bisschen was für die Nerven, ein bisschen was Süßes, ja, ist doch dazu, ja, in dazu, Maßen wahrscheinlich. Dazu muss man natürlich sagen, als in Amerika entdeckt worden ist, Phenylethylamin, das ist nämlich in der Schokolade. Wie heißt das? Phenylethylamin. Ein Stoff, der dafür sorgt, dass wir Serotonin verstärkt Glückshormon produzieren können. Ja? Das sagt das Ärzteteam, das das entdeckt hat, ein kleines Ripperl genügt. Okay. Ein kleines Stückchen genügt. Ja? Hat die Wissenschaft Aber bewiesen. Das langsam zergehen lässt im Mund, so ist Schokolade gut. Vor allem, wenn es sich um eine Schokolade mit einem Kakaoanteil von 70-80% handelt. Also die bittere Schokolade. Die bittere Schokolade, die natürlich noch durch das Resveratrol, einen Bioaktivstoff, gut für Herz und Kreislauf ist. Kann man in Stresssituationen sehr gut brauchen, dass Herz und Kreislauf geschützt werden. Also Schokolade in Maßen. Qualitative in Schokolade. Äußersten Maßen, ja. Und ansonsten lieber zum Glas ansonsten Wasser. Lieber greifen. Zu einem Glas Wasser, denn Flüssigkeit brauchen wir. Dann. Wir bestehen zu 70% aus Flüssigkeit. Wir brauchen das für den Stoffwechsel und für den Kreislauf. Okay. Herr Pankower, wenn ich in trockenen Räumen bin, habe ich immer Probleme mit meinen Stimmbändern. Was kann ich dagegen tun? Die erste wichtige Naturkraft ist, Schweigen. Schweigen. Okay, das ist ja manchmal schwerer als gedacht, aber. Ja, denn was passiert denn? Es spürt jemand Heiserkeit. Ja. Was macht er? Er fängt dann so an zu reden und sagt zu allen, ich bin heute ganz heiser. Ja? Ja. Und damit strengt er seine Stimmbänder noch viel mehr an. Ja? Die schwellen gleich an und entzünden sich. Das heißt, also, das ist, wenn man was sagen will dem anderen, du bist aber sehr doof oder was, dann schreibt man das auf dem Zettel. Okay. Ja? Oder wenn man sagt, Dankeschön oder was. Ja? Ja. Genügt ja, man sollte wirklich ein paar Tage den Mund halten und schweigen. Ein paar Tage schweigen, kann man auch ins Kloster gehen, ist auch nicht schlecht. Zwei, drei Tage ins Kloster zu gehen, hilft den Stimmbändern gut. Ja, und man kriegt noch etwas andere Impulse. Und dann sollte man natürlich gleich Klosterrezepte nützen. Nämlich man sollte mit Salbeitee, mit Malventee oder mit Lavendelblütentee gurgeln. Immer lauwarm, also nicht heiß, das ist schlecht. Lauwarm gurgeln und zwar so tief wie möglich gurgeln, ja, dass die Flüssigkeit so tief wie möglich runterkommt. Und Ärzte, die sich mit Stimmbändern befassen, also das sind meist die Ärzte von Schauspielern oder von Sängern, Sänger, ja, die schwören auf Lavendelölkapseln. Okay. Die verordnen dann also hochkonzentriert sozusagen die ätherischen Öle vom Lavendel. Aber die kriege ich in Apotheke wahrscheinlich. Kriegt man in der Apotheke. Aber die beste Lösung für zu Hause ist einfach der Salbeitee, der Lavendelöltee und der Hibiskusblütentee. Ne? Okay. Das und dann natürlich eins, ganz wichtig, das geht aus dem Schreiben hervor, bei trockener Luft. Das heißt, man muss schon aufpassen, gerade zur kalten Jahreszeit, dass in den Räumen, in denen man sich aufhält, auch für Luftfeuchtigkeit. Ja, dass nicht nur für die Schleimhäute, sondern auch für die Stimmbänder genügend Luftfeuchtigkeit ist. Ich appelliere da immer an alle, man soll sich um ein paar Euro kaufen, einen Hygrometer. Das ist ein Gerät, das misst den Anteil der Feuchtigkeit in der Luft. Und man sollte immer kontrollieren, das soll zwischen 50-60% Luftfeuchtigkeit sollte herrschen für unsere Gesundheit. Und wenn das zu wenig ist, dann muss ich die Heizung runterschalten oder lüften? Nein. Entweder Schalen mit Wasser auf die Heizung stellen, sich ein elektrisches Belüftungsgerät kaufen, aber es geht viel einfacher. Das, was die Mütter früher gemacht haben, wenn die Kinder krank waren, ja,
einfach nasse Tücher aufhängen im Raum. Okay. Ja, große Tücher, großflächig. Okay. Das ist nicht sehr schön, aber es ist sehr angenehm für die Atemwege. Okay, gut zu wissen. Dann ist das nächste Problem, handelt von einem grippalen Infekt. Das ist ja nicht selten jetzt bei dieser Jahreszeit. Ja, ja. Und zwar hat eine Zuschauerin uns geschrieben und sagt, ich habe seit tagelang mit einer schweren Erkältung im Bett gelegen. Es war ein grippaler Infekt. Jetzt bin ich endlich wieder gesund, fühle mich jedoch körperlich und seelisch erschöpft und sehr müde. Und sie ist sehr kraftlos und sagt, gibt es ein natürliches Rezept, das mich wieder aufrichten kann? Richtig. Da können wir mal gucken. Ich glaube, wir haben einiges. Da haben wir jetzt was vorbereitet, weil der Brief ist ja schon vor etlichen Tagen gekommen. Und das ist ein interessanter Brief, denn dieses Problem hat man immer schon gehabt, schon in der Antike. Wenn nämlich Sportler ganz erschöpft waren oder wenn römische Legionäre zurückgekommen sind von einem Kampf und auch erschöpft waren, hat man damals dieses Mittel entwickelt sozusagen. Das nennt sich, das sollten wir sich gut merken, ist ein uraltes Rezept, Sauerhonig. Sauerhonig. Sauerhonig heißt das. Das riecht auch schon so ein bisschen. Ja, und zwar, man braucht dazu 150 Milliliter Wasser. Nicht zu kalt, bitte. 150? Das, also nicht, das ist ein bisschen weniger als ein Achtel, also weniger als... So? Ja, geht schon, ja, so, wunderbar, das ist richtig. Okay, dann brauchen wir 2 Teelöffel Honig. Okay, 2 Teelöffel Honig, das ist natürlich so. Das ist, ja, das ist gerade, da muss man, glaube ich, mit dem Löffel dann richtig eintauchen. Jawohl. So. Dann einen Teelöffel Apfelessig. Ein Teelöffel Apfelessig. Jawohl. 150 Milliliter Wasser, 2 Teelöffel Honig, Wiesenblütenhonig am besten, also den hellen Honig. 1 Teelöffel Apfelessig. Apfelessig und einen gehäuften Teelöffel Bienenblütenpollen. Ja? Die kriege ich in Apotheke? Oder? Die kriegt man Reform aus Apotheke. Das sind die Pollen, die die Bienen abstreifen, bevor sie in den, wenn sie von den Blumen zurückkommen, wenn sie Honig, Nektar gesammelt haben. Das ist ganz was Wertes. Die kann man natürlich zum besseren Vertragen auch mahlen. Gemahlene Bienenblütenpollen. Ja? Ja, denn man muss eines natürlich sehen, das ist, schaut sehr mühsam aus. Daher muss man auch einige Stunden stehen lassen. Also das können Sie, liebe Verena, jetzt nicht kosten. Weil ich lege auf das immer großen Wert drauf, dass man immer alles kostet, weil es muss das Gesunde auch gut schmecken. Ja? Es schmeckt wirklich nicht schlecht. Ja? Ja. Die Bienenpollen geben ja sehr viel Energie. Mhm. Ja? Aber es muss wirklich stehen, weil die Pollen sich lösen müssen. Normalerweise nimmt man da lieber ein gemahlene Pollen. Aber ich habe die gemacht, die schauen viel schöner aus als diese. Das diese und das Linie. Setze ich an, lass es ein paar Stunden stehen. Ein paar Stunden stehen und dann in ganz kleinen Schlucken langsam trinken und sich dann vielleicht eine halbe Stunde hinlegen. Und dann spürt man schon, wie neue Kraft in einem aufkommt. Und die Dame, die da gefragt hat nach ihrer Erkältung, die sollte das halt einige Tage täglich machen. Und mehrmals täglich. Das ist eine Portion für eine Person. Mehrmals täglich? Ein- oder zweimal täglich, ja. Öfter würde ich es nicht machen. Bringt neue Energie. Aber ein sehr, sehr interessantes Rezept, weil es schon uralt ist und wie gesagt, im Raum der Antike und in Griechenland der Antike schon verwendet worden ist, gegen Erschöpfung und nach Krankheiten. Oh, gut zu wissen. Die Kräfte der Natur. Ja, richtig. Das ist super. Ja, jetzt hat sich eine Zuschauerin an uns gewandt und zwar schreibt sie, man hört immer wieder, dass Gemüse vor bestimmten Krankheiten schützen kann. In meiner Familie gibt es viele Schlaganfallpatienten. Gibt es Gemüse, welches das Risiko für einen Schlaganfall senken kann? Da gibt es eine interessante Studie von der Universität von Chicago. Ja. Und dort haben Wissenschaftler nachgewiesen, dass es 3 Gemüsearten gibt, die da besonders helfen. Das ist der Spinat, das ist die rote Beete und das ist Brokkoli. Wir wundern uns ja, Brokkoli kann ja so viel, ja, weil da so viele Wirkstoffe drin sind. Und diese 3 Gemüsesorten sind hervorragende Schutzgemüsesorten vor dem Schlaganfall. Warum, ist natürlich jetzt die nächste Frage. Ja. In erster Linie, weil sie große Mengen an Folsäure, an dem Vitamin B, Folsäure ist ein B-Vitamin, enthalten. Und Folsäure hat halt einen sehr, sehr guten, wichtigen Einfluss auf Herz und Kreislauf. Ja? Okay. Und das ist natürlich dadurch sehr, sehr wichtig, weil der ganze Körper aufgebaut wird. Und Schlaganfall hängt ja mit Herz und Kreislauf, vor allem mit dem Kreislauf, sehr stark zusammen. Und ich weiß, diese Studie ist sehr dick und sehr lang. Man hat da tausende Patienten befragt und untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, dass diese 3 Gemüsesorten ein wirklicher großer Schutz sind, wenn man sie regelmäßig in den Speiseplan einbaut.
Okay, aber die müssten, muss das die Kombination von den drei Gemüsen? Nein. Also ist egal, also Rote Beete, Spinat also, oder Brokkoli. Man muss Brokkoli. Dazu auch natürlich sagen, man muss den Brokkoli dampfgaren oder dünsten. Ja. Und bitte nicht in die Mikrowelle. Man weiß, dass in der Mikrowelle so viel kaputt geht an Wirkstoffen. Also das geht nicht, ja. Und die Rote Beete muss man genau darauf schauen, dass sie aus dem Bioanbau kommt, denn die Rote Beete ist wie ein Schwamm. Mhm. Sie nimmt im Boden alles auf. Die positiven wie die negativen Dinge. Und daher muss man wissen, das kann ein Bumerang sein, wenn man das sozusagen, wenn gedüngt sind Mittel, die es ja nicht so also da sollte man tatsächlich auf Bio-Etikett. Man muss wirklich auf Bio schauen. Und Spinat natürlich ist speziell für Leute über 40, 45 ein ganz wichtiges Mittel, der zugleich auch dafür sorgt, dass die Augen jung bleiben und dass man also einen Schutz gegenüber der Makuladegeneration hat. Eine Augenkrankheit, die sehr gefürchtet ist im Alter. Okay, also auch dagegen ist und auch Gemüse dagegen, gewachsen, gegen Schlaganfall. Und das Gemüse schonend zu bereiten. Okay, also Sie haben gehört, Spinat, was war das noch? Brokkoli und Rote Beete. Wobei bei der Roten Beete natürlich auch das Trinken von Rote Beete Saft gilt. Mhm. Ist klar. Ein schöner, guter Rote Beete Salat, wenn er nicht zu sauer ist, wenn er schön mild ist, ist was Herrliches, ja. Und dann natürlich der Rote Beete Saft. Und da möchte ich allen sagen, die den Roten Beete Saft nicht vertragen oder nicht mögen. Er schmeckt sofort schlagartig besser, wenn man ein bisschen Orangensaft oder Mandarinensaft dazu gibt. Okay. Mandarinensaft schmeckt noch besser. Bestimmt auch eine spannende Farbe. Und, das Auge trinkt ja mit. Ja, sicher. Und er schmeckt einfach dann besser. Weil manche mögen den Geschmack nicht von der Roten Beete. Ja, das nächste Anliegen, Erkältung. Wer kennt das nicht? Und zwar schreibt ein Zuschauer, bei mir beginnt fast jede Erkältung mit einer starken Halsentzündung. Welches Hausmittel kann ich denn dagegen einsetzen? Da gibt es auch wieder viele Hausmittel, aber am praktischsten und am schnellsten für die heutige Zeit ist der Zitronenwickel. Zitronenwickel. Man braucht ein Stück Stoff, also einen Leinenstoff am besten oder Baumwolle und mischt jetzt in einer Schale den Saft einer halben Zitrone oder einer ganzen. Das ist, muss man schauen, wie viel man braucht. Und gibt dann genau zwei Teile von der Menge Wasser dazu. Okay. Also Verhältnis 2:1. 2:1. Mischt das gut durch, tränkt das Tuch damit und legt es jetzt von vorne möglichst faltenfrei auf den Hals. Mhm. Darüber kommt ein Wolltuch. Das Ganze sollte man 20 Minuten einwirken lassen. Und dann wieder weggeben, kann man noch erneuern jetzt immer wieder. Und das ist natürlich ein wunderbarer Wickel, der Zitronenwickel, der hier hilft. Okay, und das hilft der Halsentzündung, also es lindert die Halsschmerzen. Die Halsentzündung wird sehr schnell eigentlich abgebaut, weil es entzündungshemmend und schmerzlindernd zugleich ist. Okay. Und auch wieder ein sehr altes Hausmittel, das meines Erachtens nicht in Vergessenheit geraten sollte. Weil es einfach zubereitet ist. Ja. Kann man auch in der modernen Zeit einer berufstätigen Frau zumuten, ja, wenn die Kinder Halsschmerzen haben zum Beispiel. Ne? Ja, super. Jetzt geht es um etwas Bewegung oder beziehungsweise Frage, ob man bei viel Sitzen sich stärken kann trotzdem und die Bauchmuskeln stärken kann. Und zwar hat ein Zuschauer geschrieben, da ich an meinem Arbeitsplatz viele Stunden am Tag sitze und in meiner Freizeit fast keinen Sport treibe, habe ich schwache Bauchmuskeln. Besonders kraftlos und schlaff sind die seitlichen Bauchmuskeln, also die seitliche Bauchmuskulatur. Ja. Gibt es denn eine Trainingsübung, mit der ich diese Muskelpartien besonders stärken kann? Eine wunderschöne Übung gibt es da so dazu. Man muss sie nur regelmäßig machen und konsequent machen. Okay, das ist die Selbstdisziplin. Und ich bin überzeugt, wir haben so ein tolles Publikum im Saal, dass die jetzt sagen, da machen wir einfach mit, okay, das probieren wir auch. Dann machen wir diese Übung nochmal, gucken wir mal. Also für die Bauchmuskulatur. Sie können sitzen bleiben, weil es sowohl im Sitzen als auch im Stehen wirkt. Ja? Wirklich? So, wir gehen darüber. Okay. Sie brauchen nichts anderes machen, als dass Sie beide Hände hinter Ihrem Kopf verschränken. Das sieht super aus. Ja, so. Und alle jetzt, sehr gechillt. Und jetzt machen Sie nichts anderes, zu Hause bitte 10-mal, wir machen es nur 5-mal, dass Sie zuerst sich nach rechts wiegen. 1, 2, 3. Und 4 und 5. Und jetzt in die andere Richtung, nach links. 1. Ja, das merkt man aber schon. 2, da spürt man, ne? Den, den außeren Muskel. 3.
4 und 5. Meine Damen und Herren, Sie machen das herrlich. Erschrecken Sie bitte nicht. Wenn Sie das zu Hause öfter machen und 10-mal machen, mehrmals am Tag, dann kriegen Sie einen richtigen Muskelkater hier auf der Seite. Und das ist gut. Sie werden dann bald merken, dass die Bauchdecke enger wird und der Gürtel ist enger zu schnallen. Und man sagt, das schau her, ich habe ein bisschen abgebaut Fett. Und das der Trick ist dabei, Sie haben den Muskel gestärkt und der verdrängt natürlich Fett automatisch, ja, das ist klar. Also das heißt, nichts anderes als die Hände hinter dem Kopf verschränken und dann einfach, und bitte nicht zu weit biegen, also nicht über 45 Grad, gell? Also immer nur so weit, es ist angenehm, immer so weit es angenehm ist. Ja, das ist ja praktisch, wenn man das auch am Arbeitsplatz Sie können das überall machen. Ja, und wie gesagt, Sie können es sowohl im Stehen als auch im Sitzen machen, aber Sie haben sich jetzt einen Applaus verdient, das haben Sie ganz toll gemacht. Ja. Herr Bankhofer, wenn meine Mutter sich früher geschnitten hat oder gekratzt hat, hat sie mal Speichel drauf getan. Ich wollte fragen, hilft das wirklich? Das ist eine schöne Frage. Wer im Publikum hier von Ihnen, meine Damen und Herren, hat schon einmal den Speichel benutzt, um eine Wunde zu versorgen? Ja, das ist no, der erste Hilfegriff, ne? Das ist ein erster Hilfegriff, ein hervorragendes Hausmittel. Und es gibt auch Untersuchungen von holländischen Ärzten, die nachgewiesen haben in unserer modernen Zeit, dass hier unsere Urgroßmütter und Großmütter was ganz Richtiges gemacht haben, auch entweder bei sich selbst oder beim Enkelkind, ja, wenn sie sich verletzt hat, weil es ist nachgewiesen, dass der menschliche Speichel desinfizierend wirkt und schmerzlindernd wirken kann. Er hat Stoffe in sich. Und jetzt kommt natürlich etwas, wenn jemand gesund lebt, dann hat er einen pH-Wert im Speichel von über 6,3. Ja? Dann ist es besonders wirksam. Ja? Also heißt, wenn jemand sehr viel Zigaretten raucht und so, ist sein Speichel nicht gerade die ideale erste Hilfe. Ja? Aber also man sollte schon man gesund sollte sein. Schon gesund leben. Ja? Aber das ist nachgewiesen. Und da gibt es eine Studie, eine interessante. Da haben 500 Menschen mitgemacht. Ja. Die eine... Jeder, es durfte nur jemand genommen werden, der eine leichte Wunde hat. Ja, eine, nicht keine schwere Wunde, sondern eine leichte Wunde hat. So, die Hälfte davon hat mit Speichel gearbeitet, die andere Hälfte hat nichts gemacht. Und da muss man sagen, nach 16 Tagen war also die Wunde, die mit Speichel bearbeitet wurde, völlig zu. Okay, das ist interessant. Bei den anderen hat es Wochen gedauert, bis die Wunde sich erholt hat. Also und das ist eigentlich ein wirklich hilfreich. Großer Beweis. Nur bitte, es ist natürlich wirklich nur eine erste Hilfe, eine Notfalllösung. Ja. Ja? Das heißt also, grundsätzlich sollte man jede Wunde, auch die kleinste Wunde, die nach einem Tag nicht gleich wieder zu ist, dem Arzt zeigen und mit ihm besprechen. Ja. Das soll hier mal deponiert werden. Ja? Das heißt, also, der Arzt ist der erste Ansprechpartner. Aber in der Not, in der plötzlichen Not, wenn man plötzlich sich verletzt hat oder draußen im Freien ist, kann der Speichel also doch eine große Hilfe sein. Okay. Also kein Ammann-Märchen. Gut. Das ist gut zu wissen, da war die Großmutter mal wieder schlauer. Ja. Ja, das ist doch gut. Auch das wieder, man muss aufpassen, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Ja. Ich weiß noch, ob Sie nicht auch dieser Meinung sind, meine Damen und Herren. Diese alten Hausmittel dürfen nicht in Vergessenheit geraten, weil wirklich jammerschade ist, wenn nichts mehr da ist davon. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, dann dagegen tun wir hier ja was. Und richtig, jawohl. Und das wieder ins Bewusstsein. Jetzt kommt ein nächstes Thema, und zwar der Zusammenhang von Rauchen und Rückenschmerzen. Ich finde das ganz interessant, und zwar hat uns eine Zuschauerin geschrieben, ich habe einige Jahre Zigaretten geraucht und dabei fast immer Rückenschmerzen verspürt. Jetzt habe ich mir das Rauchen endlich abgewöhnt. Seit kurzer Zeit sind wie durch Zauberhand meine Rückenschmerzen besser geworden. Ist das nun ein Zufall oder gibt es da irgendeinen Zusammenhang? Na, das ist kein Zufall. Da gibt es einen ganz engen Zusammenhang. Man weiß ja, dass also bei jeder Zigarette, die man raucht, bis zu 120 Schadstoffe mit in den Körper gelangen. 120? Ja? 120 Schadstoffe. Und da weiß man natürlich auch, das kann man ja heutzutage messen, dass viele dieser Schadstoffe blockieren die Zufuhr von Nährstoffen und Sauerstoff an die Bandscheiben. Das heißt, die Bandscheiben verhungern und verdursten, wenn ich ein starker Raucher bin. Und natürlich kommen dann die ersten Wehwehchen, dann kommen also Beschwerden, die mit dem Rücken zusammenhängen, weil meine Bandscheiben um Hilfe schreien. Mhm. Ja, die fühlen sich einfach nicht wohl. Wenn man jetzt noch dazu wenig trinkt, also wenig Wasser trinkt, dann ist die Elastizität auch weg. Und es ist völlig klar, wenn man aufhört mit dem Rauchen, regeneriert sich ja der Körper relativ schnell, ja.
Das ist ja das Schöne dran. Ja, und dann kommt plötzlich wieder die Zufuhr, die Durchblutung funktioniert wieder. Und es können an die Bandscheiben wieder Sauerstoff, Wasser und Nährstoffe herangetrieben werden. Und der Körper ist ja ein Wunderwerk. Ja? Und das erholt sich schnell und die Bandscheiben können wieder elastisch werden und dann hören natürlich die Rückenschmerzen auch wieder auf. Es darf nicht jeder Raucher sich jetzt natürlich vorstellen, der Rückenschmerzen hat, dass er hört auf zu rauchen und nach 2 Tagen ist er wieder schmerzfrei. Ja, das aber dauert. Je älter sinnvoll. Man wird, desto länger dauert es natürlich. Aber wenn man noch jung ist, dauert es also überhaupt nicht lang. Es ist wirklich faszinierend, wie schnell der Körper seine Selbstheilkräfte aktivieren kann, um wieder in Ordnung zu kommen. Und das ist hier ein typischer Beweis dafür. Mhm. Ja, aber auch faszinierend, wie schädlich Zigaretten sind und anscheinend nicht nur für Lunge ja, und Herz, genau. Und, sondern das ist, auch da, Rücken. Ich bin sehr froh, dass Sie das ansprechen. Man hat immer nur davon geredet, die Zigarette, die schadet den Atemwegen, die schadet eventuell auch dem Gehirn und vielleicht auch noch der Niere und der Leber, weil die Giftstoffe ja durchhören. Aber auf den Rücken ist keiner gekommen. Wieso soll ich durch Zigarettenrauchen Rückenbeschwerden haben? Ne? Okay, aber durch den Sauerstoff, den Mangel an Sauerstoff. Das ist eigentlich ganz logisch und es ist wissenschaftlich nachgewiesen. Herr Bankhofer, was kann ich tun, wenn ich im Frühling so wetterempfindlich bin? Ja, die Wetterfühligkeit ist lang umstritten. Es gibt also Wissenschaftler, die haben lange gesagt, die gibt es gar nicht, die Wetterfühligkeit. Man weiß aber, dass also Beethoven, Wagner, aber auch Kolumbus, ja, ganz berühmte Männer der Zeitgeschichte sehr gelitten haben, aus ihren Tagebuchaufzeichnungen weiß man, dass sie sehr gelitten haben. Die Wetterfühligkeit besteht darin, dass wenn ein schönes Wetter herrscht und es kommt eine negative Wetterwolke sozusagen oder umgekehrt, es ist ein schlechtes Wetter und es wird ein schönes Wetter, auch das, ja. Diese Umstellung wird von manchen Menschen schon bevor sie richtig kommt, ja, wahrgenommen. Und wie äußert sich dann? Kriegt man Kopfschmerzen? Naja, starke Kopfschmerzen, Migräneanfälle. Okay. Erschöpfung, Müdigkeit. Es gibt also vor allem junge Mädchen haben das sehr oft, die können also nicht zur Schule, nicht zur Universität und nicht zur Arbeit. Aber wenigstens eine Ausrede, das war dann das Wetter. Wetter ja. Also da gibt es also viele Studien dazu und jahrzehntelang, ja, in unserer Zeit, haben die Menschen nur Schmerzmittel geschluckt, mit erheblichen Nebenwirkungen natürlich. Heute weiß man, dass zum Beispiel das Trinken einer Tasse Melissentee schon helfen kann, die Wetterfühligkeit zu bessern. Okay. Ja, da gibt es auch interessante Arbeiten von französischen Forschern. Aber es gibt auch ein Bad, ein Wetterfühligkeitsbad. Natürlich ist es schön für den Körper, wenn man Zeit hat und nachher sich ins Bett legen kann und erholen kann, dass man also zu halben Schafgarbe. Okay, Schafgarbe und darin und, baden. Und das also eine Hälfte Schafgarbe, das andere Rosmarin, richtig, Rosmarin. Nimmt und genau zu, und macht Folgendes. Eine Handvoll wird mit 2 Liter Wasser übergossen, wird dann zum Kochen gebracht, sollte dann zugedeckt 20 Minuten ziehen und dann durch sein, in die Badewanne gießen, gut verteilen und 25 Minuten in der Badewanne sitzen und durchatmen richtig. Schön und das genießen, regeneriert den schön Körper. Genießen und dann nachher duschen, Bademantel ins Bett legen und richtig den Körper sich erholen lassen. Okay. Also das ist sehr schön. Aber wie gesagt, die Wetterfühligkeit, die gibt es. Wer daran leidet, ja, der weiß einiges zu erzählen. Es kann wirklich furchtbar sein. Jeder, der das nicht hat, soll glücklich sein. Okay. Weil es ist ja, weil man im ersten Moment nicht weiß, was tue ich dagegen. Ne? Ja. Man muss Zeit haben dafür. Also wenn man zum Beispiel mitten in der Arbeit ist und es kommt eine Schlechtwetterzone und ich spüre das, kann sein, dass ich den ganzen Nachmittag Migräneanfälle habe oder Migräneschmerzen habe. Ne? Dann abends auf jeden Fall. In dem Fall würde ich sagen, wenn jemand weiß, dass er das immer hat, sollte er immer einen Melissentee bei der Hand haben und sich schnell aufgießen, eine Tasse. Und zumindest mit der Tasse Melissentee ein bisschen helfen. Melissentee Wetterfühligkeit. Gegen Wetterfühligkeit. Ist nachgewiesen. Hildegard von Bingen lobte Dinkelgetreide. Was bringt das meiner Gesundheit? Erstens einmal gibt Dinkel durch die vielen B-Vitamine starke Nerven. Das heißt, man ist stressfester, man kann besser und klarer denken. Ja? Dinkel gibt schnelle Kraft und schnelle Energie.
Also wenn ich einen Dinkel-Grießbrei zubereite, ja, oder eine Dinkel-Schleimsuppe zum Beispiel, oh, ja, und esse das so, der Dinkel-Grießbrei ist was Hervorragendes. Ja. Meine Enkelkinder, beide lieben Grießbrei, muss ich sagen, ja, und ich liebe ihn mit dazu. Ja. Das okay ist was Wunderbares, wenn er nach einem alten Rezept mit ein bisschen Butter zubereitet ist, vielleicht noch Ziegenmilch statt Kuhmilch man nimmt, dann schmeckt, ja. Lecker. Also Sie dürfen schon Kuhmilch nehmen. Ja, na freilich. Vielleicht auch ein bisschen aber, Sahne, schmeckt vielleicht ja auch noch ganz gut. Es ist, und Honig ein bisschen dazu, ja, es ist wirklich was Gutes. Und dann natürlich, Dinkel reguliert die Verdauung, ja, sehr positiv, und hat einen sehr positiven Einfluss auf die Cholesterinwerte. Okay. Also ich kann nur empfehlen, wenn jemand auch krank war oder geschwächt sich gefühlt hat oder nach einem längeren Radausflug, ja, oder eine Dinkelspeise zu genießen. Mhm. Damit kann man viel, viel Energie gewinnen. Aber ist auch immer sehr teuer. Also Dinkel im Brot zum Beispiel, das ist meistens bei der Bäckerei doch das teuerste. Ja, Brot. Das ist ja schade, dass die gesunden Sachen oft mit so hohen Preisen belegt sind. Mhm. Da müssen wir noch in Zukunft, da muss noch gearbeitet werden, dass die wirklich gesunden Sachen einfach für jeden zugänglich sind und sehr preiswert sind. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Ich denke danach darüber, über Lösungen, wie wir das machen können. Denn es gibt ja auf der Welt auch nicht zu wenig Nahrung. Die ist nur schlecht verteilt. Mhm. Und das ist das große Problem dabei. Okay, und dann wird der Dinkel vielleicht auch etwas günstiger. Ja, und vor allem beim Dinkel, wissen Sie, das ist so, das Dinkelgetreide muss bio sein, denn Dinkel ist so sensibel, dass es gar nicht wächst normalerweise, wenn man es mit Düngemitteln, mit chemischen versetzt. Also Dinkel ist ein hochwertiges Getreide und zu empfehlen nur. Super. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar hat uns eine Frau geschrieben und sagt, sie sei sehr selbstkritisch und weiß, dass sie das Älterwerden nicht aufhalten kann. Aber in der kalten Jahreszeit altert die Haut doch schneller und man kriegt doch schneller Falten und Schuppen. Und jetzt fragt sie, ob man dagegen etwas tun kann, um dieser Faltenbildung etwas entgegenzuwirken. Da kann man etwas tun. Kann man dagegen? Und zwar, man kann in die Natur hineingreifen, und ich habe einiges vorbereitet dafür. Okay. Gegen die Falten. Zum Jungbleiben der Haut. Es ist ja so, wir wissen genau, dass in der kalten Jahreszeit die Faltentiefe größer wird. Mhm. Ja, weil wir in Räumen leben, die zu wenig Luftfeuchtigkeit haben, die Zentralheizung spielt eine große Rolle. Wenn wir hinausgehen an einem kalten Wintertag, ist es wieder genauso, da ist die Luft sehr trocken, die saugt sozusagen die Feuchtigkeit auch aus der Haut, und dann ist die Haut nicht mehr elastisch. Und dann ist zu wenig Kollagen drinnen, und da muss man etwas tun, und da können die Fruchtsäuren helfen. Da ist an erster Stelle der Traubensaft. Der Traubensaft, der rote Traubensaft bitte, sehr viele Schutzfarbstoffe enthält und außerdem dafür sorgt, dass die Hautschuppen, ja, die alternde Haut, schneller von der Haut gelöst werden. Okay, aber den trinke ich nicht. Nein, nur, sondern in diesem Fall, man nimmt ein Schüsselchen, ja, und gießt hier den roten Traubensaft ein wenig rein. Dann nimmt man ein schönes Tuch, taucht es ein, ja, bringt es aus, legt sich schön bequem auf ein Sofa und legt sich dieses Tuch mit dem Traubensaft aufs Gesicht. Ein Bild für Götter, ja? Es muss fürs Familienalbum festgehalten werden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und muss sagen, ich glaube, selbst der liebe Gott lächelt dann. Bestimmt, das schaut, ja. Nein, ich muss dazu sagen, man muss sich Zeit nehmen und muss das also 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Und man spürt das nachher. Mhm. Ja, die Haut ist dann frischer, oder? Die Haut ist besser durchblutet, ja. Und ist frischer. Und wenn man sich dann reinschaut, denkt man, ja, tatsächlich, wunderbar, rotes Gesicht, aber jünger. Das kommt aber dann nicht, ich wollte gerade sagen, das kommt dann von nein, dem Traubensaft. Nein, das färbt ja nicht ab, das war jetzt okay, wirklich ein Scherz von mir. Okay. Ja? So, und das Zweite ist, ja. Und aber noch mal eine Frage, das lasse ich komplett einwirken und wasche mein Gesicht nein, nachher, danach nicht ab? Dann das nach, klebt ja doch. Nachher wäscht man mit lauwarmem Wasser mit ein paar Zitronen Tropfen drinnen, wäscht man das Ganze aus. Und dann natürlich sollte man eine Creme nehmen, die viel Vitamin E enthält zum Beispiel, ja, aus der Apotheke, ja, eine wirklich hochwertige Creme, und damit die Haut einreiben. Okay. Ja, das ist richtig. Und natürlich die zweite Möglichkeit, die Haut jung zu erhalten und die Elastizität zu erhalten und den Kampf gegen die kleinen Fältchen, ja, die großen, dicken Falten, die kann man nicht wegbringen mehr. Ja, aber die kleinen Fältchen anzunehmen, das ist natürlich der Apfel, kann hier helfen. Und jetzt ist, Verena, sind Sie als Frau gefragt. Man schneidet von dem Apfel. Einfach nicht, dass das Kerngehäuse und die Kerne nicht damit in Berührung kommen. So. Ja, genau. Das ist zum Beispiel wunderschön.
Ein Stück Apfel? Keine Kerne, kein Kernhaus, weil das wäre für die Haut schädlich. Und jetzt massiert man sich mit diesem Apfel. Können Sie das mal vorführen? Einige Minuten massiert man das. Man kann einen mehreren, zwei Apfelteile nehmen man natürlich. Und vom Spiegel am besten, dass man überall hinkommt, massiert das richtig ein. Und lässt dann ein wenig einwirken. Ja? Das sind die vielen Mineralstoffe und Spurenelemente des Apfels. Ja? Und dann nach einiger Zeit wäscht man natürlich das Gesicht auch wieder, weil natürlich die Fruchtsäuren also auch unangenehm sind. Ja? Ja. Aber wie gesagt, das sind einfache Minuten, es sind keine Zaubermittel. Ja? Aber es sind Mittel, die uns helfen, die Haut wieder attraktiver zu machen in einer Zeit, in der sie durch Kälte, durch Trockenheit doch sehr strapaziert wird. Okay, sehr angespannt ist und die motiviert dann auch die Falten schneller zu kommen und insofern diesen Gegenmittel, es ist ja doch bitte, die trockene Haut und die Kälte ist. Als Frau müssen Sie mir das ja zugestehen, dass man sich vor den Spiegel stellt und entweder man ist zufrieden mit sich oder nicht. Ja? Und ich möchte sagen, nach so einer Apfelmassage und nach seinem roten Traubenkur ja, auf der Haut, ist man besser mit sich zufrieden. Das ist gut. Und sagt, das ist doch gut eigentlich, zu wissen. Ja, ja, schau wieder jung aus. Ja? Super. Ja. Das ist doch ein guter Tipp zum Abschluss. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung. Ich möchte dazu nur eines sagen. Ja. Auch das sind lauter uralte Hausmittel, die man in früheren Zeiten schon verwendet hat. Es gab ja schon in der Antike Schönheitssalons. Ja? Okay. Und dort man nur mit diesen Naturmitteln Wellness gearbeitet. Sozusagen der Wellness, Antike. Wellness à la 2000 vor Christi Geburt. Ja, super. Klasse. Und wir greifen wieder drauf zurück. Herr Bankhofer, ganz lieben Dank, dass Sie schön heute da waren. Bei Ihnen. Schön Vielen war's. Dank, liebe Gäste, dass Sie so schön mitgemacht haben. Danke das schön. War super. Ein tolles Publikum. Vielen Dank. Danke vielmals. Und ich danke auch Ihnen. Ich danke auch Ihnen, liebe Zuschauer, vor den Bildschirmen. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Gottes Apotheke, alte Hausmittel, moderne Naturarzneien. Alles Gute.